TV. Was wir irgendwas sagen, ne? Schatz, wir haben sie hier ein BAD-Mikrofon, gell, was wir Bayerisierung haben. Nächstes Mal verspreche ich allen Zuschauern aus Bayern, dass wir ein blau-weißes Aufkleber haben hier beim Mikrofon. Und wir haben zwar keinen Strom hier im Hexenhaus, aber das macht ja nichts. Ein Mikrofon ist immer ganz gut, macht einen guten Eindruck. Dass wir keinen Strom haben, sagen wir auch. Und naja, das machen wir halt so. Und das Thema ist heute die große Märchen- und Kultur-Mahakranti-Revolution. So. Ja, die Umstände zur Zeit in der Welt fühlst du mir denn ja nicht hier. Oder wartest du, bis ich Sächsisch rede? Ja, mei, so ein Schmarrn. So, dann will ich mal auf Sächsisch sprechen hier. Also, wir sind dabei, die große Märchen- und Kultur-Mahakranti-Revolution zu initiieren. Ja. Da drüben ist einer mit so einem Pressluft, haben wir da, der stottert schon wieder. Und deswegen müssen wir Revolution machen. Und das heutige Thema, revolutionäre Thema ist heute die Zerstörung des Opfers. Also, es ist aber so hier, das ist ein Bestandteil meines Opfers, welcher ich mir so eine Art Rishi und sowas. Das bestand also eine Feuerzeremonie. Und zum Teil muss ich auch mit Trommeln arbeiten und so weiter. Und die vedischen Zeremonien, Yagya und sowas, das macht man alles ungefähr so nach Sonnenaufgang etwa, am frühen Morgen, nicht wahr? Naja, und da haben wir hier so einen netten Nachbarn da auf der Osten, also Richtung Sibirien. Den stört das immer. Also dass er ihn gestern das gestört hat, das kann ich durchaus verstehen, denn ich habe bei der Feuerzeremonie einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich nicht beachtet, dass ich die kleine Nataraja-Statue vor dem Feuer in östlicher Richtung habe hinstellen müssen. Das ist die Nataraja-Statue, die hatte ich nicht hier stehen. Da habe ich dann gleich eine soziologische Untersuchungsreihe draus gemacht. So, das muss alles da stehen, alles seine Richtigkeit haben, liebe Freunde. Da muss der Trischul muss dabei stehen und das habe ich alles weggelassen. Ich habe, glaube ich, sogar gestern Morgen, das ist immer das scheiß Mikrofon hier wieder, das sind diese BAD-Institutionen hier. Also nächstes Mal haben wir ein blau-weißes Mikrofon und jedenfalls hat das hier gequalmt wie verrückt. Also aber der Fehler lag bei mir. Und die soziologisch, jetzt aber so empirische Untersuchung kann man nur sagen, dass also solange man ein Feuerjagd hier macht, mit der richtigen Anordnung der Göttermöti oder der Statue von den Nataraja und so weiter, solange funktioniert das so in der Verhaltensweise der Nachbarn, dass keiner was sagt. Und das korreliert noch damit zusammen, dass das Feuer dann auch richtig brennt. Also was ich eins noch mal ganz besonders betonen möchte, was wir hier machen, also du, August und ich, der August sagt doch auch noch mal was. Die Zuschauer, die mögen dich doch. Naja, nur der August, manchmal schweigt er, er meditiert beim Kameramachen hier Film. So, wenn das nicht angeordnet wird, dann reagieren die Menschen anders, wie wenn das drauf ist. Das ist die erste empirische Erkenntnis meiner soziologischen Jagia-Untersuchungsreihe. Und wie gesagt, ich betone hier, dass die große Märchen- und Kultur-Mahakranti-Revolution, nicht wahr? Dieses scheiß Mikrofon hier. Also wir sollten vielleicht mal ein Sachsen ins besorgen. Können wir ja dann blau-weiß auch nachmachen. Jetzt scheint schon wieder die Sonne hier. Jetzt kommt schon wieder nice. August, was sagen Sie dazu? Nun sag doch mal was, August. Doch das ist eben der dumme August. Doch das geht ja. Nucke. Also liebe Zuschauer, jetzt werdet ihr sicherlich verstehen, warum ich unseren Kameramann den dummen August nenne. Er soll was sagen und sagt nichts. August!
so lange Schuhe wie Charlie Chaplin. Ja, mei. Ja, was soll ich da machen? August, hast du irgendeine Frage? Wann ist heute Feierabend? Feierabend? Naja, so. Ja, das weiß ich auch nicht. Da müssen wir die Ameisen mal fragen. So, soll ich hier noch irgendwas sagen? Nee, ich will nach Hause. August will nach Hause. Also, liebe Zuschauer, das ist hier, das müssen wir auch noch ganz klar erklären hier. Jetzt müssen wir auf Berlinerisch umschalten. Jetzt wird's dufte. Das ist das Symbol von unserem Sender, Jagadischer TV. Ein Herz und 3 J. Ja? H-J-J. Ganz genau, Jagadischer TV. Das ist unser Werbeslogan. Das 3J-Herz, ja? Und J-J-J bedeutet, das sollen sich die Zuschauer ganz genau einprägen, ja? Ganz genau, Jagadischer TV. Das ist unser Sender und wir hoffen, dass sich das alles ausbreitet, genauso wie Bollywood. Ja, war auch mal ganz klein und dann sind sie ganz groß geworden, tanzen, singen, Gitarre spielen. Ich nicht, aber August kann Gitarre spielen, das können wir auch alles. Und wir werden ungefähr so mit der Hilfe von den Elefantengott Ganesha und den Affengott Hanuman und so weiter, werden wir hier auch sowas versuchen, auch sowas zu initiieren, nicht wahr? Also Deutschland, der ideale Mösel sozusagen. Und was noch erwähnt werden muss, ist ja Kraut und Rüben im Moment, ist ja noch keine Systematik, weil er da immer mit seinem Presswurfhammer ist hier so in der bürgerlichen Vorstadt-Idylle mit Rasenmähen und weiß der Kuckuck was. Der neue Gruß für die Jugend in Deutschland ist Orang-Utan. Ja? Also, ja, Affengott Hanuman, August, was lachst du denn da so blöde? Ja, wenn sich zum Beispiel die jungen Leute treffen und wollen irgendwas machen, so wir beginnen die heutige Tanzveranstaltung mit einem dreifach kräftigen Orang-Utan. Orang-Utan. Orang-Utan! Jawohl, Orang-Utan. Das ist jetzt der neue Gruß hier in Deutschland für die Jugend und wir wollen ja auch hauptsächlich die jungen Leute erreichen und so. Naja, so wie bei Professor Filmbrich und Meister Nordlöhr. Und er hat also August, hast du eigentlich mal Sesamstraße geguckt auch? Krümelmonster und so weiter. Naja, sowas ähnliches. Also das ist also auch so eine Art Wissenschaft gewesen, ne? Und jetzt noch das Abschlusswort. Also, liebe Zuschauer, ganz genau, Rishidasa TV, das war die erste Sendung hier aus Lembach von und mit August Bebel, das ist sein Künstlername, August Bebel, der dumme August, und Genosse Jagadischer hier aus dem Rishidasa Heiligtum in Lehndorf. Und die Sonne scheint, meine Damen und Herren, gucken Sie da oben, das ist was für die Erwachsenen. Da werden wir die ganze Region zu einer fremden Verkehrsregion hier ausbauen. Dann wird der Tourismus erblühen, nicht wahr? Ach, man könnte noch so, und der Harz, wenn wir das im Harz machen, immer gutes Wetter, Schnee machen, können wir alles, Wetterzauber, Wettertrum, haben wir alles für. Also, au revoir und goodbye. J-Ho.